So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Und ich wollte ja Mr. Ausrufezeichen anquatschen, das ist aber eine Level 20er Quest. Wir sind 5 Level drunter. Ist vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste, Freunde, das zu machen. So, scheiß drauf, ob irgendwelche Schätze hier wären. Ist uns Latte. Wir laufen noch zum letzten Fragezeichen hier am Dock. Jedenfalls in der Richtung. Und da müssen wir noch ein Schätzchen plündern. Ich würde auch gerne mal das Sicherschwert die Folge mal in Aktion sehen, was wir in der letzten Folge bekommen haben. Ist jetzt auch nicht so doll, aber immerhin. Ah! Vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Das sieht ja aus wie so ein Militärgebäude, oder? Ja, Maria Militärvorräte. So, ein Schätzlein gibt es auch noch. Ich sehe richtig wenig Wachen. Ach, was, hier schläft einer? Achso, aber das ist kein Soldat. Okay. Was unter der Sonne? Hey, was? Scheiße. Muss natürlich da einer sein, ne? Au! Ey, wieder so ein Typ, ne? Ey, das Siegeschwert, das teilt mal richtig aus. Das hat eine ganz andere Kampftechnik. Oh. Ich habe auch gerade zugeschlagen. Von hinten! Hier gibt's ein Problem! Okay, die Typen können gar nichts. Das andere sind, glaube ich, Prätorianer, kann das sein? Wie kannst denn du verfehlen, Junge? Und noch mal ein paar Erfahrungspunkte mitzunehmen, Freunde. Achso, der ist schon tot. Cool. Geil. Geiler Typ. So! Also, Prätorianer müssen wir uns vorsehen. Die sind relativ stark. Aber wisst ihr noch, diese eine rötliche Truhe, wo mal richtig was drin war? Wo mal 200 Gold oder so drin waren? Bäh, Doppelschwerter, die nichts können. Das juckt mich jetzt aber nicht so. Hier war auch noch was. Nehmen wir alles mit, weil wir sind ja jetzt nicht unbedingt, also wir haben jetzt nicht unbedingt wenig Geld, aber unglaublich viel auch nicht. Wo sind wir denn gerade eigentlich bei geldmäßig? Ausrüstung. Wo sehe ich, wie viel Geld ich habe? Inventar vielleicht? Ja, 4000 Münzen, Freunde. Das ist jetzt auch nicht, ne? So ein Reitkloss ist 1500. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Also arm sind wir nicht, aber jetzt unglaublich reich. Guckt mir das jetzt auch nicht so vor. So, ich glaube, wir werden hier mal hochklettern. So, da müssen wir doch reinkommen, oder? So, jeden Tag. Warte mal, eigentlich können wir hier mal... Nochmal ein bisschen Gold mitnehmen. Vereines Eisen, diese Rohstoffe sind eigentlich viel... Oh, hallo! Ah, wir können auch mal den Speer auswechseln, auf den habe ich... Da bist du ja. Oh. Oh. Habe ich die nicht? Habe ich die beide nicht gesehen? Alter, die haben beide gepennt und ich habe die echt nicht gesehen, weil ich zu blöd war. Geiler Typ. Warte mal. Ja. Aha. Ah, siehst du? So, und endlich stechen wir auch mal mit unserer versteckten Klinge zu. Das, was wir ja eigentlich auch machen wollten. So. Haben wir auch. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal einen Meter voran. Wir machen erstmal erst eine Nebenquest, weil ich denke mal, so viele Hauptquests sind ja immer pro Gebiet gar nicht. Da muss man mal gucken, dass wir dann die Hauptquest am Ende machen. Wer weiß, wie viele es noch sind. Ein, zwei und dann werden wir wahrscheinlich aus Alexandria wieder irgendwo anders hingeschickt. Vom Level her passt es ja auch eigentlich ganz gut. Also das Gebiet war eigentlich, glaube ich, bis Level 12 ausgelegt. Wir sind 15. Ist okay, Freunde. Ist okay. Sind nur ein bisschen drüber. Und spielen auch normal. Mhm. Und haben trotzdem Schiss vor Prätorianern. Irgendwie ist da... Irgendwas ist da falsch gelaufen, Freunde. Aber ich finde auch nicht, dass wir unser Ausrüsten so krass überragend ist. Na komm, dann laufen wir erstmal hier. Finden wir die vierte Rolle. Ist das dein Ernst? Alter, das ist echt, würde ich eine ganze Folge draus machen. Jetzt, komm. Den bisschen Fallschaden, den du vielleicht bekommst, Junge, den steckst du da weg.
ne? Easy. Humpelst ein bisschen und dann geht's los. Da können wir eigentlich. Wo ist das? Auf der Überholspur. Da können wir wieder jemanden rächen, aber da haben wir eigentlich schon. Zweimal haben wir schon jemanden gerecht. Das reicht auch erstmal. So viel kriegt man ja da jetzt auch nicht unbedingt. Also die paar Erfahrungspunkte da. Naja, ne? Wow. Die jucken uns jetzt auch nicht. Das ist alles nur Spielzeit, die weggeht. So, mit einer Säule hoch. Perfekt. So, lass mich raten, man muss wieder von oben rein. Nee. Ha! Verarscht haben sie uns. Die Waffenkammer, das klingt gut. Okay, also von oben kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen von der Seite rein. Also, oder von vorne. Nee, hä? Im Notfall dann von unten. Aber hier sieht es doch eigentlich ganz gut aus, ne? So, guten Tag. Hä? Ah, sie ist, hier geht es noch richtig schön runter. Ey, mach die Türen auf! Scheiße. Also irgendwas ist doch hier gewesen. Ah, wartet, genau. Wir müssen jetzt hier hochklettern. Ich verstehe, Freunde, ich verstehe. Ja, ein bisschen. Was machst du denn jetzt? So ein bisschen tricky. Und da mal die Papyrus-Schriftrolle. Hoffnungsstrahl. Ach, super. Viel zu viele, Mann. Viel zu viele. So. Mensch, wir sind fast schon wieder 16. Krass. So, und hier war noch... Ah, die Waffenkammer ist daneben. Die war hier gar nicht. Eigentlich müssen wir nach... Eigentlich müssen wir über die Mauer rüber. Und Waffenkammer, weil ich denke mir schon, Waffenkammer, das muss doch bewacht werden. Ne? Sonst könnte ja jeder einzelne Bürger einfach reingehen und sagen, hey, komm. Ich hole mir meine Waffe aus dem Schrank. Oh, oh. Oh, oh. Oh oh. Jens, das bedeutet, dass, mit dem Totenkopf, das bedeutet, die sind wieder. Zeno! Die sind wieder unglaublich stark. Und das sind gleich mehrere. Fuck. Und der Schatz war. Wo ist der Schatz? Oh Gott, guck mal hier, sind Punkte an. Fast ist wieder, dass wir nochmal herkommen müssen. Ich bin mir halt nicht sicher, können wir vielleicht mit unserer Klingel was machen? Ich glaube, selbst unser Bogen macht nicht viel Schaden. Haben wir hier eine Armus, haben wir auch nicht. Und so Fässer, da können wir noch. Okay, das war leider nicht im Flammenbau oder sowas. Wir haben auch keine Fackel irgendwo, ne? Ne. Da stimmt doch was nicht. Hey! Du schlitz dich auf! Scheiße, wir haben keine Brandbomben mehr. Und uns wie viel Schaden wir über einen Kopftreffer machen. Das ist ja ein Witz. Stirb, du Wurm! Au! Okay. Ich bin weg. Hier ist natürlich der Palast, Freunde. Der ist jetzt auch nochmal, Alter, nee. Okay. Also, Jungs, das müssen wir später machen. Die sind ein bisschen krass drauf, die Jungs. Die Frage ist, beim tödlichen... Oh, die sind auch Level 11, Mann. Ist dein Ernst?
Also die Level 11 ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber hast du gesehen, wie viel Schaden wir machen? Nichts. Wir haben auch, glaube ich, den falschen Boden dafür. Das ist ja eher so ein... Also wir müssen uns irgendwie... Also die Bodenkombi, die wir im Moment haben... Geht so, ne? Geht so, Alter. Guck mal, wie viele Wachen das sind. Also wenn du hier Alarm auslöst, dann war's das. Dann kämpfst du erstmal für 20 Minuten. Ey, Jungs, wie viele Leute soll ich noch markieren? So, und da jetzt wahrscheinlich rein, ne? Und irgendwo hier drin soll ein Schatz sein. Nun ist das eine längere Folge. Ach du Scheiße. Ja, da auf jeden Fall nicht nochmal hin. Aber in der Waffenkammer. Aber das ist natürlich die Waffenkammer, Freunde, ne? Da kann natürlich was Cooles sein. Na gut, attentatmäßig komme ich da nicht. Ja, genau so wollte ich das. Okay, hier ist anscheinend kein Schatz. Ja, schleichen wir noch ein bisschen voran. Aha, da gibt es Pfeile. Ah, wollte ich mal ausprobieren, Freunde, so geht es auch. Also ich gehe mal anstatt davon aus, dass es im Hauptgebäude, ja, dass der eine Schatz, den es hier geben soll, dass der im Hauptgebäude ist. Und das ist da drüben. Also es würde natürlich irgendwie Sinn machen, sage ich mal. Muss aber nicht sein, aber würde Sinn machen auf jeden Fall. Hier ist ja auch nirgendwo was, ne? Den markieren wir mal. Den auch. Nicht gut. Ah, okay. Also wir müssen still sein. Ganz ruhig müssen wir sein. Ganz ruhig. Da werden nur Pfeile. Ja, unter uns ist auf jeden Fall eine ganze Menge markiert. Ihr seht ja selbst, hier geht's los, ne? Die Frage ist, ob wir auch von einem Seiteneingang reinkommen. Hier sind auch drei... Ups. Das wollte ich gar nicht. Was? Easy. Das Problem ist, da kommt einer. Der sieht mich nicht. Der sieht... Nein. Der sieht mich nicht, Jungs. Wir müssen ja hundertprozentig nochmal für eine Mission hierher. Also für eine Nebenmission oder sowas. Hundertprozentig. Würde ich mir was denken. Psst. Hey, was? Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Das ist doch eigentlich Assassin's Creed, oder? Hier ist einfach gar nichts. So gut wie gar nichts ist hier. Na toll, hier können wir uns die Pfeile wieder auffüllen. Und vor allem die Brandbomben. Okay, die Brandbomben sind vielleicht gar nicht so schlecht. Die Sache war, hier war auch noch eine Wache. Und hier waren auch ein paar Schätze. Hey! Das war's! Stirb! Nur hier kommen wir ja auch nicht rein.
Also irgendwie müssen wir in diesen Palast rein und es gibt, glaube ich, nur eine Devise, wie man das hinkriegt. Easy, Freunde. Nächster Weg. Das ist durch den verdammten Haupteingang. Und dafür laufen wir irgendwie noch ein bisschen zu viele Leute rum. Das juckt hier keinen, ey. Ist hier eine Wache? Jetzt haben wir doch... Achso. Einen haben wir schon mal. Ey, wenn alle drei Schätze hier drin sind, Freunde, da wäre es der Wahnsinn. Zweiten haben wir. Blauen Kriegsbogen. Der will jetzt nicht so viel bringen. Und Daumen hindrücken, dass hier hinten der Rest ist. Über uns ist auch nichts, ne? Naja. Okay, und hier waren nur zwei Sachen. Aber schon mal gut. Hier war nämlich noch was drin. Nicht erfolgte Quest in der Nähe. Okay. Scheiße, hier kann man auch nicht rein. Wer hat denn dieses System hier gebaut? Wir gar nicht. Okay, hier wären noch Schätze. Obwohl, die sind hier außen. Aber hier könnte man rein. Hier ist nichts oder was? Dein Ernst? Finde die Kammer des tönlichen Schreibers. Wisst ihr was? Die machen wir einfach. Die haben wir noch nicht bekommen, die Quest. Alter, Sendung, wo fliegst du so? Oh, da kommt einer. Wo läuft denn der hin? Michel gut. Nicht so gut, Freunde. Du Narr, was denkst du dir dabei? Hasse Leute, die Patrouille laufen. Alarm! Oh, nicht gut. Sag ja, ich hasse Leute, die Patrouille laufen. Genau aus diesem Grund nämlich. Kommt der nächste übrigens. Fuck.
Nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Wir müssen wenigstens... Oh, nicht gut. So, moin, Männer. Hey, was? Ich schlitze dich auf. Na, super. So, wir versuchen mal hier... Mein kleiner Finger ist eingeschlafen, geil. Wir müssen aufholen. Was? Stirb, du Wurm! Okay, das Drumsäbel ist auf jeden Fall mal richtig gut, Jungs. Das macht wenigstens mal ein bisschen Damage. Ah, über uns! Ey, weil jedes Mal ploppt hier was auf. Aber ich weiß mal nicht wo. Okay. Ah! Alter, wie blind bin ich denn? Die blöde Leiter nicht gesehen. Treppe nicht gesehen. So, Jungs, und wenn hier der letzte Schatz ist, dann bin ich aber weg, ne? Boah, aber ganz schnell, was ist denn hier eigentlich? Nix, oder was? Okay. Rennen wir erstmal durch. Wisst ihr, wenn es irgendwo was zu klauen gibt. Da ist der Gennadios verbringt sowohl Zeit im Palast als Brief auch in den Docks. Brief von Gennadios und Eudorus. Ich verdopple meine Anstrengungen, um die Mörderin, die vermutlich eine Agentin von Kleopatra ist, zu finden und zu bestrafen. Kleopatra, hey. Ich werde von der Akra-Garnison aus das jüdische Viertel durchkämmen, wo ich ihr Versteck vermute. Der Erfolg ist nur eine Frage der Zeit. Gennadios. Okay. Was sollen wir machen? Untersuche die Kammer des königlichen Schreibers. Wer ist die Schlange? Fortschritt bei der Untersuchung. Ich glaube, das ist eine Hauptquest. Ne? Ah. Jetzt ist es los hier, Freunde. Sieht wichtig aus. Wir machen doch mal. Sieht wichtig aus. Ja, dann. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Das die Herrschaft von König Theos, aufgezeichnet von königlichen Schreiber. Okay, wir haben jetzt die Schriftrollen gefunden. Du siehst ja eigentlich, das ist im Helm. Kannst du auch da nicht lesen, ne? Achso, hier, E zum Schließen. Okay. Jetzt haben wir das Ding. Sieht wichtig aus. Achso, richtig aus verschlossen. Aha, da oben! Ja, lass mich raten, man muss hier. Oh, warte mal. Eine okay, man wäre natürlich auch drauf gekommen, dass hier eine Leiter umgefallen ist. Dass man vielleicht mal nach oben gucken muss. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass man hier hoch muss. Deswegen gibt es ihn ja auch. Schönen römischen Helm. Ah perfekt. Dann haben wir einen Schlüssel. Jetzt können wir die Truhe aufmachen. Ne, ich verstehe, Freunde. Ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Easy. Schnell aus. Also ich bin ziemlich sicher, dass es eine Hauptquest ist. Weil, ich meine, wenn es um die Schlange geht, die Schlange sollen wir ja umbringen, Freunde. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Nein, Sherlock, Mensch. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Reiher war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Ach, Eudorus ist die Schlange. Verhört bereits und er ist der Phylaktei, Grenadius. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Alter. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Ah, Jungs, der ist jetzt weg, ne? Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Eared Eudorus töten. Aber hallo. Da können wir mal erst nachgucken, und zwar bei Zieren, Freunde. Jetzt wissen wir nämlich, wer die Schlange ist, Eudorus. Und ansonsten... Ach, alle vier sind ja schon tot, stimmt. Wir haben ja, glaube ich, nur Rudyard umgebracht, dann zum Anfang, glaube ich. Dann Medamun war auch klar.
Und ein oder zwei davon hat Arya ja umgebracht. Und wir müssen jetzt nur die Schlange töten, Freunde. Dann sind die ersten fünf weg. Ich gehe davon aus, dass noch welche noch folgen werden. Aber immerhin werden dann die ersten weg. Wo kommst denn du her? Und ich laufe hier ganz schnell wieder rein, Freunde. Aber ganz schnell wieder. So, Problem ist, wir müssen immer noch einen Schatz finden. Drinnen könnte auch was sein. Kommen wir da rein? Jedenfalls nicht so, aber kann man rüber? Bin irgendwie dafür, diesen Typen hier oben mal Platz zu machen. Oh. Da laufen zwei Patrouille. Was? Fuck. Ich bring dich um! Ich treffe ihn! Weil sehe ich das nicht so? Komm raus! Na los! Mal stehen! Ey, Typen sind schon ein bisschen blind, ne? Wahnsinn! So! Warum wollte ich ihn oben umbringen? Weil ich darüber wollte, ja. Irgendwas war da, Freunde. Ja, ich bin gleich weg. Obwohl es vielleicht auch keine gute Idee war, jetzt wegzulaufen, aber was soll's. Hier drinnen ist nämlich irgendwas. Okay, ich dachte, dass man vielleicht von oben reinkommt. Das ist aber ein falscher Trugschluss gewesen. Ah, hier geht es auf jeden Fall rein. Ich werde jetzt erstmal Kumpeline von da drüben umbringen. Hey, was? Dich schlitze ich auf! Reiß dir die Eingeweide raus! Alter, das war so ein bisschen das Wachhäuschen. Hey, nee, die Küche! Ach, warte, hab ich die beim Fressen gestört? Ach, tut mir fast leid, ne? Ich glaube, oben könnte auch noch was sein. Sag mal, hoch mit dir, hoch die Leiter. Okay, hier ist nichts mehr, ne? Na, ich glaube nicht. Was? Hey! Ah ja, stimmt, wir haben ja Bluten, glaube ich, auf der Sichelklinge drin. Da hinten, ach ja, wir müssen da hinten, ist klar. Wir müssen immer noch in dieses Dingshäuschen hier rein, da muss man also wieder von vorne reinkommen. Jo, ganz easy. Ich will immer irgendeinen Seiteneingang suchen, einfach mal frontal. Oh nee, und da ist jetzt nicht drin, das ist nur so ein Tempel. Jungs, wir müssen immer noch den Schatz finden. Das wird jetzt eine Folge, die ein bisschen länger geht, aber ich will jetzt dieses eine Gebiet hier abschließen. Kann ja so schwer sein. Noch den einen blöden Schatz zu finden. Weiß nicht, ob Senne uns da wirklich groß helfen kann. Aber immerhin, ein bisschen Eisen ist auch dabei gewesen. Was geht hier vor?
Okay, nur mal so, Freunde. Wir haben eigentlich die hinteren Gebäude durch. Es muss irgendwo von hier vorne sein. Shit, jetzt sind hier drei. Das sehe ich mir nicht. Alarm! Hier drüben! Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Bin gleich da. Uns überrumpelt heute nichts. War kein Pretoria dabei. Schon mal gut. Die jetzt hier nicht würdig waren, ne? Ach, Fetti kann er auch über den Rücken schmeißen. Ja, geil, was macht er jetzt? Er dreht den jetzt einfach. Ist ja ein bisschen schade, ne? Der eine, also, so eine Kameradschaftlichkeit muss man eigentlich belohnen und jetzt nicht unbedingt abschlachten, aber. Was willst du da machen, ne? Was? Ja, da tritt der Nächste den Nächsten weg. Dich habe ich ja auch richtig an der Nase rumgefühlt, ne, mein Duder? Du bist komplett irgendwie außen vor gewesen. Eigentlich hätte mir die ganze Mission mal bei Nacht machen müssen, oder? Nachts im königlichen Palast. Da hinten ist irgendwas. Das sieht gut aus, Freunde. Das könnte es sein. Nice! Da haben wir doch unseren letzten Schatz. Nein! Dafür kriegen wir 150 Erfahrungspunkte. Willst du mich verarschen? Okay, dann wollen wir nur noch raus, ne? Ey, gut, wir können uns da, glaube ich, wahrscheinlich raus teleportieren, wenn wir jetzt nicht im Kampf sind. Und daher juckt uns das erstmal nicht. Wir gehen jetzt einfach mal ans oben raus. Oder oben hoch, Freunde. Gucken wir mal noch, was wir an Gear bekommen haben, weil irgendwas muss ich ja gebracht haben hier, an sich. So, haben wir auf jeden Fall mal im königlichen Palast drei Schätze uns gegönnt. Neue Distanzwaffe, ach dort ja. Was haben wir denn? Triezboden, der auf jeden Fall nur blau ist, von daher uninteressant. Ein Triezboden nochmal. Und... Achso, wir haben noch einen seltenen Triezboden gehabt, den haben wir eigentlich kaputt gemacht. Das ist ja doof. Hier, ein Raubtierboden. Genau, Freunde. Das ist nämlich der, der irgendwie nur wenig Munition hat, aber dafür mehr Schaden macht pro Pfeil. Allerdings bin ich da jetzt auch nicht so sicher. Aufladetempo, kritische Trefferwirkung. Und hier haben wir nur Schleichmodus. Der ist ja nie so geil. Wir könnten unsere Klinge mal entwickeln. Und zwar um gute 300 Schaden hoch. Das machen wir mal. So, ansonsten beim Nahkampf hatten wir auf jeden Fall noch ein paar Schwerter. Die Doppelschwerter brauchen wir nicht. Die Zwillingsklingen brauchen wir auch nicht. Das Bajonett wollten wir vielleicht mal nehmen für unsere B-Waffe nämlich. Weil unser Speer war jetzt, ist ja auch schon langsam, ne? Langsam außer Mode. Und Speer fand ich jetzt auch nicht so geil. Oh, und wir haben neue Schilde. Aber alle schlechter. Nein, Jungs. Neues Schild wird geil. Was ist denn da los, Digga? Ja, Schlafhalle müssen wir auch mal wieder einsetzen, weil machen wir mit dem Brandschaden einfach ein bisschen zu wenig Brandschaden, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, die Triebstallione legt gerade ab. Ich nenne es einfach mal Triebstallione. Ne, auch wenn es nur eine Galeere oder Fregatte oder eine alte Brigatte oder sonst sowas ist. Ansonsten, lassen wir mal sehen, wer ist denn da hinten gestorben? Mongrel Winter der Neunte. Freunde, das ist ja wieder mal ein Typ, ey. So, und hier kriegen wir eine Montur und 1000 EP. Das ist ja Sahne, Freunde. Das ist ja Sahne. Können wir vielleicht eine neue Natur einsetzen? Ansonsten, was haben wir noch zu tun? Der letzte Leibwächter-Nebenquest mit einem Schiffserkundung. Das können wir natürlich noch machen. Das ist hier, glaube ich, schon im neuen Gebiet. Ja, nö, das müsste noch unser Gebiet noch sein. Ne, also hier haben wir noch zwei Fragezeichen, die wir nächste Folge auf jeden Fall machen werden. Den Schatz, wie gesagt, das machen wir mal später. Ne? Das machen wir mal später, Herr Peter. Stufe 20 Nebenquest, Stufe 20 Nebenquest. Also müssen wir eigentlich auf die Nebenquest gehen. Wo ist denn eigentlich nur mal als Frage... Interessiert vielleicht den einen oder anderen sowieso auch von euch mal. Wo ist denn unsere Hauptquest? Wir haben Aya. Eliminiere Gennadios und die Schlange. Oh, easy. Ende der Schlange. Ah, das wäre im Badehaus. Und Gennadios. Finde und eliminiere Gennadios. Aya muss sich verstecken bis... Aha. Wird das jetzt angezeigt auf der Karte, wo wir da hin müssten? Ja. Ah, da sind wir einfach noch nicht gewesen, Freunde. Okay. Also, wir müssen jetzt quasi beide Leute umbringen. Gennadios, mal nur als Frage. Der hat ja hiermit eigentlich erstmal nichts zu tun, ne? Nö, eigentlich nicht.
Na gut. Gut, wissen wir also, was wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall machen werden. Bis denne.